Ja, hallo. Also, ich mache es normalerweise häufiger mal Foundry-Videos, aber normalerweise auf Englisch. Also heute mal was auf Deutsch, weil ich mich ein bisschen verguckt habe in ein Regelsystem von einer Weile namens Hexen 1733. Ich habe so einiges hier davon stehen, aber ich habe es noch nie gespielt. Und ich habe es dann also versucht, mal vor ein paar Monaten, irgendwann im Sommer war das, so weit zu bringen, dass ich das auf Foundry machen könnte. Und zwar für meine englische Gruppe. Also, ich habe ein paar Übersetzungen auch mit reingenommen, aber das Ganze wurde mir ein bisschen zu kompliziert und letztendlich haben wir dann doch über was anderes gespielt, nämlich Trail of Cthulhu. Aber dann kam dieses offizielle Modul hier raus, Buch der Regeln, 1733. Und ich hatte mir ja vorher schon das Schwarze Auge ein bisschen angeschaut von Ulysses und dachte, na, da bin ich mal gespannt, ob die das ähnlich gewieft machen, ähnlich geschickt machen. Deswegen wollte ich mir das jetzt mal anschauen. Und ich habe also meine alte Welt benutzt und ich habe schon angefangen, ein bisschen zu importieren. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen gemogelt jetzt. Aber schauen wir uns das mal an. Also zum Teil sind die Sachen, die man hier sieht, meine eigenen Sachen. Zum Teil sind sie dann tatsächlich aus dem Regelwerk. Eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist, ist, dass wir zum Beispiel hier, also die habe ich gerade wieder zugemacht, das Kompendium. Lasst mich das ein bisschen größer machen, dann habt ihr eine Chance, das zu sehen auf meiner Seite hier. Könnte jetzt schon zu groß werden. Aber ihr seht hier rechts auf der Seite, ich schiebe mal das Bild ein bisschen weg, was da alles dabei ist oder auch nicht. Also wir haben BDR, das Buch der Regeln. Wir haben also die Archetypen. Das sind angelegte Akteure, Charaktere. Wir haben das Buch der Regeln. Und zwar vorstrukturiert hier mit unter Ordnern. Was mir direkt auffällt. Wenn ihr meine englischen Videos kennt, wisst ihr, ich mache dann immer gleich einen Kommentar dazu. Gefällt manchen nicht, müsst ihr mir sagen. Ich kann sie zwar hier importieren, also Import Folder Structure, aber was ich nicht sehe, was ich so oft sehe bei anderen Systemen, ist, dass ich gleich ein Pop-up bekommen habe, um zu sagen, installiert alles bitte, alles reinholen. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht sind sie ja so clever und haben den Inhalt hier verlinkt in das Kompendium. Dann hätte ich ja rein, wenn ich das richtig verstehe, dann hätte ich hier auf Inhalt gehen können. Ja, ich gucke mir die Seite an, da kriege ich mein Inhaltsverzeichnis. Und dann hätte ich hier irgendwo hinklicken können und das würde das Kompendium rausholen. Dann müsste ich nicht alles importieren. Aber das ist auch nicht so. Also wenn ich das nicht falsch verstehe, muss ich tatsächlich hier jeweils sagen, ja, bitte. Ich glaube, ich habe noch nichts importiert. Also das Überschreiben macht nichts. Ja, bitte alles importieren. Und das dauert dann manchmal einen Moment. Ne? Also Einführung der Welt. Ja, dann seht ihr, hier unten wird dann immer jedes reingelegt und dann verschoben in den Ordner. Also, das kann dann schon eine Weile dauern. Und warum so viele Klicks machen, das geht auch anders. Also, da könnte man sicherlich eine bessere Lösung finden. So, aber was mich natürlich besonders interessiert hat, waren die ganzen Fertigkeiten. Also, ich habe hier alles, was mit Rot hinterlegt ist, das sind die Sachen, die ich selber eingepflegt hatte. Und alles, was schwarz ist, ist dann das, was mit dem Regelbündel, mit dem Buch der Regeln jetzt kam. Wir haben zum Beispiel hier Gegenstände. Also wenn ich bei mir reingeschaut hatte, hatte ich dann so eine kleine Struktur aufgebaut mit Apparate, Elixiere, Gifte, Ausrüstung und so weiter, Pferd und Wagen, Rüstung und Kleidung. Ihr seht, dann hatte ich das also alles so eingepflegt mit dem vorher schon existierenden System. Vielen Dank dafür. Ja, mit den Beschreibungen dazu. Weiß fehlte mir noch. Okay, so ganz. Alles hatte ich halt noch nicht gemacht. So, und wie ist das jetzt im Vergleich zu dem offiziellen? Schauen wir mal rein. Also wir haben hier jetzt keine Unterordner, sondern wir haben tatsächlich alles zusammen. Wir haben also Gifte, Granaten. Da sind zum Teil Duplikate drin. Könnte an mir liegen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das so importiert habe. Wir haben einige Sachen mit Bildern dabei. Also wenn ihr diesen weißen Beutel da nicht seht, dann sind da Bilder dabei. Die kann man jetzt nur schlecht sehen, weil dann ein schwarzes Bild auf schwarzem Hintergrund ist. Also alles in einer Liste. Okay. Gucken wir mal kurz rein. Was nehmen wir? Eine Waffe. Rierschild. Da sind die Preise zumindest dabei. Da seht ihr auch, das Icon ist ganz hübsch. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben hier auch eine Pistole dabei. Okay, Beschreibung, Pistole. Okay. Also recht einfach angelegt, aber es ist da. Ne? Nur da muss man immer oben die Suche benutzen, wenn man nach was Besonderem suchte. Jägerkräfte, wie sah das bei mir aus? Ich hatte das nach
nennt sich das noch gleich? Rolle, glaube ich. Als ich die Regeln gelesen habe, ist schon ein bisschen her. Also entschuldige, wenn ich da die Begriffe nicht ganz richtig mache. Da hatte ich die also sortiert. Ja, ein Attentäter hat diese Sachen hier, die habe ich mir dann alle rausgeschrieben, rauskopiert und dann jeweils reingesetzt hier. Ja, also das war schon vorbelegt hier oben mit dem Wiki und so weiter, aber die Beschreibung war, glaube ich, noch nicht dabei. Das ist aber auch nicht mehr genau. So, und gucken wir mal, wie das im Vergleich ist bei den Imported Buch der Regeln. Da haben wir sie alle. Flach weg. Gut. Wenn ich zum... Was hatte ich mir gerade angeguckt? Schon wieder vergessen. Attentäter irgendwas, ne? Da, 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 da. Jägerkräfte, Attentäter, abtauchen. Nehmen wir mal hier, abtauchen. Beschreibung ist drin. Das gehen wir hier auf abtauchen. Was mal einfach. Abtauchen. Aus dem schwarzen Bereich hier. Ja, ist das gleiche. Gut. Super, das ist alles da. So, dann haben wir hier zum Beispiel, was haben wir denn noch? Regeldefinitionen von allen möglichen Sachen. Giftschaden zum Beispiel. Da hatte ich tatsächlich nichts dazu angelegt. So weit war ich wohl nicht gekommen. Okay. Also, wir haben sehr viel Information drin. Ja, und das ist mir gleich aufgefallen. Hexen scheinen sehr viel dieser Information zu brauchen. Und sehr viele... Die ganzen Sonderfertigkeiten auch und den Rollen und den was nicht alles. Ne? Also wir haben hier, was sind das? Sind 10 Rollen? Und ich habe da irgendwie mehr. Keine Ahnung warum. Müsste ich jetzt auch identifizieren. Aber ich denke, man kann damit schon loslegen. Klar. Gucken wir uns mal die Charaktere an. Also wir haben die Archetypen. Die Archetypen sind die Vorgefertigten, die jetzt auch mit dem Packen kamen. Ziehen wir mal Madame Sophie de la Curesse herüber. Und da haben wir sie. Madame Sophie de la Curesse. Charakterbogen. Ja, und wir haben also zum Beispiel hier Puffer-LEP. Keine, das ist okay. Sie hat, wenn ich das richtig sehe, 6 Aktionspunkte und keine Rüstung an. Ja, die Attribute sind alle da. Es lässt sich alles wunderbar würfeln hier. Man muss halt nur wissen, dass das kleine Kreuzchen, was dann da ist, das Zielkreuz, beim Mouseover, dass das Würfeln bedeutet. Denn hier haben wir ein Würfelsymbol. Das funktioniert genauso. Aber da oben hatten wir es halt nicht. Wo haben wir denn mal gute Würfel? Hier, Winker fertig. Ja, und dann wird einem immer schön angezeigt hier unten. Ja, wann gewürfelt, Fingerfertigkeit, was gewürfelt. Also 3 Erfolge und ein Esprit-Stern heißen die Dinger, glaube ich. Ne? Man kann auch draufklicken, dann sieht man es genau. Und die Dice-to-Nice-Integration sieht super aus. Ja, ich habe extra mir die Werkzeuge des Hexenmeisters geholt, nur um diese schönen Würfel zu haben. Jetzt brauche ich sie gar nicht, weil ich sie hier habe. Also, sehr voller Charakterbogen. Das fällt mir gleich auf, wenn ich so aus anderen Spielsystemen komme. Ich weiß gar nicht, gibt es die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein Dolch und ein Schwert, aber die anderen Sachen will ich gar nicht sehen? Ja, kann ich die irgendwie ausblenden? Das wäre auch nicht schlecht. Ja, dann hier sind ja wirklich alle Fertigkeiten gezeigt und hier wird jetzt nicht meine Ausrüstung angezeigt. Also da muss ich hier vorne den Marker setzen, zu sagen, das habe ich. Ich habe ein Schwert, aber die anderen auszublenden, das wäre vielleicht auch clever. Jägerkräfte, ja, die werden hier dann direkt reingezogen aus dem... ich mache mal einen dazu. Ich bin mal so frei. Eine Jägerkraft, jetzt weiß ich gar nicht, welche dazu passt. Was war sie von der Klasse her? Wir Attentäter. Okay, also Jägerkräfte. Ich gehe mal kurz bei mir nochmal hin, um zu gucken, was ich benutzen könnte. Ich könnte Heimtücke benutzen, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind. So, gucken wir hier ganz nach. Heimtücke. Heimat suchen, Heimtücke. So, Vorbedingungen, keine Voraussetzung. Wenn ich jetzt also noch heimtückisch sein möchte, müsste ich das einfach rüberziehen können. Heimtücke, da haben wir es. Ja, und das ist dann schön, dass man gleich die mit einem Klick die Definition hat, die Erklärung des Ganzen. Oder auch, wenn man sie editieren will, kann man das hier tun. Opfere einen Kuh.
Ja, da habe ich gleich noch eine Idee. Bin ich mal gespannt, ob jemand sich das anguckt und mir da einen Kommentar hinterlässt. Hier ist mein Besitz. Dolch, Armbrust, Fechtwaffe. Die Fechtwaffe ist hier, ist dekonfiguriert. Nein, die hat keine Klasse oder sowas. Sonst könnte man vielleicht jetzt nur mal so angedacht dann sagen, dass ich, wenn ich eine Armbrust habe, hier automatisch sagen könnte, Armbrust ist vorhanden. Das sind Gedanken. Gedankenspielereien. Müsst ihr wissen, ob sowas geht oder nicht, oder ob euch das, wenn ihr das schon gespielt habt auf Foundry, seid ihr mir sowieso schon voraus, ob das Sinn macht. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir da Bescheid sagt. So, Karten. Karten. Also ich hatte mir da was ausgedacht. Aber komme ich gleich zu. Nacht des Grauens habe ich mir damals hier zurechtgelegt, und zwar mit Caspar David Friedrich Bildern, so als Stimmungsmacher. Wir brauchen ja keine Battlemaps hier bei Hexen. Oder auch Straßenkampf im Dorf. Ja, da hatte ich mir ein paar schöne zeitgenössische Gemälde ausgesucht, obwohl das fast schon ein bisschen zu farbenfroh ist. Und ich hatte einen dieser Tischauflagen, dieser Battlemaps mal geholt. Die waren ja auch bei Hexen dabei. So, und jetzt der Gedanke dabei, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich noch nicht, ist, dass ich also diese Spielmatten, die ist ja auch gut für Hexe, hier unten wiederhole. Dass ich also praktisch sagen könnte, ich weiß, wie viele Action Points ich habe, um jetzt zu sagen, wie viel hast du schon ausgegeben oder nicht, kann man diese Tokens dann hier jeweils verschieben oder wieder zurückschieben. Oder das gleiche mit dem Kus und mit den Segnungen und den Ideen und so weiter. Ja? Ich könnte auch hier Puffer-LEPs anführen, indem ich dann Akta mache und sage, okay, ich habe 11 Puffer-LEPs und davon sind mir jetzt 5 abhanden gekommen. Denn das geht natürlich auf dem Charakterbogen jetzt auch. Also das ist wahrscheinlich nicht mehr nützlich, aber auf dem Token kann ich das, glaube ich, nicht machen. Na, ich kann hier oben zwar welche angeben, aber ich weiß nicht, ob das dann auf dem Livebar ist. Naja, waren Ideen. Nehmen wir wieder auf neu. So, also das war so die Idee dabei. Gleichzeitig könnte ich das gleiche Modell benutzen, zum Beispiel, um hier meine anderen Zustände zu verteilen. Das ist also mein Spielleiter Depot von diesen Tokens. Die könnte ich dann rüberziehen. Das war eine Spielerei, wie gesagt, vor ein paar Monaten. Aber das könnte man durchaus benutzen. Was ich auch interessant fand, ist das Modul hier. Das nennt sich Journal to Canvas, Slideshow, irgend sowas in der Art. Lass es mich nachschauen. Journal to Canvas Slideshow. Und der Gedanke dahinter war, wenn ich sowieso keine Battlemaps brauche, dann kann ich ja eigentlich das meiste in einer Szene abwickeln. Ich habe hier also zum Beispiel diese Karte. Und wenn ich jetzt mir das anlege, zum Beispiel Display Journal, das ist gar nicht richtig. Moment, ist das das? Ja, also hier meine Bilder in ein Journal lege, da könnten natürlich jetzt auch Texte zwischenstehen. Dann kann ich mit diesem Modul irgendwo hinklicken. Und dann ändert sich das Bild für die Spieler. Ich muss also keine Szene wechseln. Ich muss nicht warten, bis sie transferiert werden, eine neue Szene laden oder so, sondern ich kann einfach die Geschichte erzählen und draufklicken und dann habe ich hier dieses Bild. Ich dachte, dass für etwas wie Hexen, gerade für ein Spiel wie Hexen, wo also viel auf ja, Geschichten erzählt wird, Theater of the Mind und die Action-Szenen auch nicht auf einer Karte gemacht werden, wäre das vielleicht eine gute Sache hier. Ne? Also Caspar David Friedrich ist sowieso immer klasse, aber gerade hier für Hexen passt das ganz gut. Das Riesengebirge zum Beispiel. Oder so eine Waldszene. Ja, also Gedanke, Spielerei. Tja, was habe ich sonst noch? Also die Nacht des Grauens habe ich dann mir auch schon hier eingepflegt. Ich glaube, die ist jetzt auch dabei. Lass mich das auch nochmal nachschauen beim Buch der Regeln. Kreaturen der Nacht sind dabei. Wo haben wir es denn? Nacht des Grauen ist nicht dabei. Ich sehe sie jetzt nicht. Das ist aus dem System Rollenregeldefinition aus BDR. Kreaturen der Nacht doch hier. Kreaturen, das sind ja nur jetzt die Akteure, ne? Die Gegner. Da, Moment, da war er noch gerade, ne? Drahtzieher aus den Schatten, okay. Ein bisschen unspezifisch. Ich hatte gedacht, das sei dabei, aber vielleicht nicht. Was ich mir so eingepflegt habe, hier ist Nacht des Grauens selber.
seht ihr dann hier auch, wenn ich hier in den Hintergrund gehe. Das ist das Schnellstart-Abenteuer, Einstieg ins Abenteuer, habe ich mir dann also so hier reingelegt, damit ich das jeweils erzählen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Narrator-Tools habe ich jetzt nicht aktiviert, sonst würde ich rechtsklicken, das würde dann auf dem Bildschirm auch langsam sich hochscrollen. Wenn ich aber auf dieser Szene bin, ich muss jetzt nur was finden mit Bild, der Brief zum Beispiel. Ne? Der Brief, den hatte ich mir hier so angelegt, dass ich einmal den Text des Briefes habe, auch mit Englisch, weil ich ja, wie gesagt, das eigentlich für eine englische Gruppe vorbereitet hatte. Aber auf das Image hier, das dann hinterlegt wird, in das Journal Entry, kann ich dann auch klicken und dann, pop, seht ihr im Hintergrund, habe ich das den Spielern schon gezeigt. Und zwar nicht in irgendein Pop-Up-Fenster oder so, dass sie wieder schließen können, sondern das liegt einfach auf dem Tisch. Das ist der Gedanke hinter diesem Journal to Canvas Slideshow. Ja. Den Rest hier, das kennt ihr sicherlich auch schon, wenn ihr also dann so ein Journal Entry macht, dann könnt ihr dann auch hier die Akteure direkt auf den Schlachtplan ziehen. Das ist auch immer ganz praktisch, wenn man sich so das so vorstrukturieren kann. So, Anzahl wandelnder Leichen. Jägerzahl mal 1. Okay. So, das Ende. Das war also jetzt mal ein ganz kurzer Eindruck von dem, was ich gesehen habe in dem Buch der Regeln. Wie gesagt, das ist eine Menge drin. Ich finde die Information persönlich nicht sehr zugänglich. Also ich würde mir, vielleicht sage ich aber auch was völlig Falsches hier, müsst ihr mir sagen, einen automatischen Import wünschen, vielleicht einen Index, der tatsächlich dann auch verlinkt ist. Und die Einträge, die dann hier zum Beispiel bei den Items sind, das wäre es nach meinem Dafürhalten das ganz interessant, das so zu machen, dass die also hier zum Beispiel noch Unterordner haben. Ja? Dass wir also hier eine Kategorisierung haben von welchen Klassen, welche Kräfte gehören zu welchen Rollen. Das wäre nicht schlecht. Ja, also ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Wie gesagt, ich habe solche Videos zu allen möglichen englischen Foundry-Systemen schon gemacht. Zum Teil auch auf Deutsch, Verboten Lande habe ich schon gemacht. Hexen interessiert mich sehr. Ich würde es gerne mal ausprobieren, gerne mal spielen. Aber ich muss gerade schauen, wann die Zeit dazu da ist. Naja, wenn es euch Spaß macht, sagt Bescheid. Lasst mir einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein Abonnement da zu lassen. Und diese Glocke gibt es auch. Aber wie gesagt, müsst ihr wissen, ob euch das interessiert. Ansonsten wünsche ich euch was. Ja, haltet die Ohren steif und vielleicht dann bis bald und zum nächsten Mal.